Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village aus Colchester, einem kleinen Dorf auf einer kleinen Insel in einem großen, weiten, unbekannten Meer. Wir haben Herbst und einen sehr frühen Winter. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wie... So, kalt genug ist es. Wir können alle Bauern freistellen. Jetzt müssen wir natürlich mal hier ein paar Leute anstellen. Und dann brauchen wir welche, die... Köhlern. Und einen Eisengießer. So. Damit hätten wir schon mal eine ganze Menge Leute. Sammler machen wir gerade mal ein paar weniger. Stellen wir auch gerade mal komplett frei. Die können jetzt eh nichts machen. Ja, Holz dürfen sie fällen, weil das brauchen wir auf jeden Fall. Muss gerade mal gucken, wie schaut's mit Holztransporten aus. Schlecht schaut's damit aus. Wo haben wir Holz? Da haben wir Holz. Hier haben wir keins, nehme ich an, ne? Doch, 138. Holz. Von hier nach hier natürlich. Ja, da brauchen wir. Dann brauchen wir Holz. Von hier... nach hier. Wie viel haben wir da? 47, okay. Ist jetzt die Frage, wo die herholen. Von dort wahrscheinlich. Da haben wir aber gar nichts. Oder gehen die dahin? Da haben wir nichts, das ist okay. Da haben wir 117, das ist auch okay. Da haben wir kein Heu. Wo haben wir Heu liegen? Da ist eine Menge. Dann machen wir noch einen Transportweg Heu. Von hier nach hier. Müssen wir noch ein bisschen im Auge behalten. Ich pinne ihn hier mal oben an. Dass der uns hier das Ding nicht leer räumt, weil da brauchen wir natürlich auch. Da wäre Leerräumen sehr schlecht. So, Hühner haben wir wieder einige. Gerade mal gucken. Da haben wir Getreide. Dann können wir hier eigentlich auf Brot gehen. So. Ich hoffe mal, dass ihr die Pasteten da jetzt noch rausholt. Sind da noch welche drin? Oder sind die weg? Gute Frage. Ja, da haben wir die Hühner. Die Leute sollen Bäume fällen. Das müssen wir denen, glaube ich, aber noch sagen.
Sonst machen sie das nämlich nicht. So. Also die Leute ist eh gut, so viele sind es nicht. Einer ist älter geworden, sehe ich gerade. Ein Jugendlicher. Das ist schon mal perfekt. Und ich hoffe, dass wir noch viele Jugendliche nachkriegen. Hier haben wir 0. 6. 0. Das heißt, wir können 2 Lehrer entbehren. So. Wir müssen nur im Auge behalten, wann die wieder auf wie weit ist denn da der Kreis? Reicht das? Ah, hier ist der Wirkungskreis, okay. Ah ja, das Dorf decken wir mal mit ab. Gut. Sehr gut. Oh, Heu. Okay. Können wir pausieren? Weil der ist jetzt gerade wohl unterwegs mit einer Ladung. Dann soll er das nämlich noch abgeben und dann passt das auch. Ja, hier ein Haus bauen macht im Moment noch keinen Sinn. Weil wir haben genug. Die müssen wir erstmal wieder voll kriegen. Muss ich nur gerade mal gucken. Da haben wir Kartoffeln. Da haben wir Kartoffeln. Da haben wir Hafer. Was brauchen wir denn? Dann würde ich hier vielleicht nochmal Gras anbauen. Oder Heu. Da haben wir Weizen. Das können wir übrigens wieder freigeben. Ja, hier können wir auch wieder aktivieren. So. Die können wir wieder freigeben. Flux passt. Kartoffeln sowieso. Hier haben wir Hafer. Das würde ich auch erstmal lassen. Da haben wir Kartoffeln. Das ist gut. Kartoffel, Kartoffel ist auch gut. Kartoffel. Kartoffeln. Auch Kartoffeln. Das war Hafer, den lassen wir auch. Das Gras lassen wir auch. Das war Weizen. Den würde ich auch mal lassen. Hier hatten wir ja, den Flachs, genau. Das waren Kartoffeln. Das waren Kartoffeln. Hier war auch nochmal Gras. Das ist okay. Und hier waren natürlich auch Kartoffeln. So, jetzt haben wir, glaube ich, wieder alle entpausiert. Ich hoffe, ich habe keins übersehen. Wie schaut es hier aus? Da können wir mal pausieren. Das kann nochmal stehen bleiben. Machen wir da auch noch einen mehr. Dass wir 2 Leute haben, die transportieren. So. Was ich eigentlich geguckt haben wollte, ist, was macht unser Bauarbeiter gerade? Baut. Ah, nochmal eine Jagdhütte, okay.
Warum haben wir da nochmal eine Jagdhütte? Der Sinn erschließt sich mir jetzt nicht. Hier hatten wir doch eine. Habe ich die übersehen? Wahrscheinlich. Naja. Wie weit geht die? Müssen wir mal gucken, was wir mitmachen. So, was baust du jetzt? Baut Ressourcen ab. Warum baust du hier nicht? Holz? Ach, da fehlt Lehm. Ja, das muss noch wer dahin bringen. Den Lehm? Wir haben ja noch. Von dem her. Tut euch keinen Zwang an, macht's mal. Und ansonsten müssen wir mal gucken. Jetzt ist inzwischen tiefster Winter. Wir haben warme Kleidung, das ist sehr schön. Ich hoffe, die Schneider kommen da hinterher. Wäre jedenfalls spitze, wenn dem so wäre. Ich kann aber überlegen, ob ich hier nochmal irgendwo noch eine Schneiderei hinzimmer. Am ehesten dann hier irgendwo. Weil wir hier dann auch in der Nähe von den Ressourcen sind. Passt da eine hin? Nicht so wirklich. Da müsste dann erstmal das Steinbruch da weg, dann wird's gehen. Okay, sobald der hier aufgebraucht ist. Was im Moment einfach deswegen nicht passiert, weil wir hier keine Leute drin haben. So, jetzt machen wir zumindest mal einen rein. Dass es da weitergeht. Dir fehlt Eisen. Nee, dir fehlt. Kohle. Muss gerade mal gucken, was der hier trans. Den pausieren wir mal. Nicht, dass der uns hier zu viel abbaut. Da können wir nochmal wieder freigeben. So. Das sieht insgesamt alles ganz gut aus. Leder bräuchten wir noch. Aber ich kann momentan. Jäger können wir nochmal einstellen. Ist vielleicht kein Fehler. Und dann haben wir hier noch ein paar Hilfsarbeiter. Hoppala. Ja, was uns noch fehlt, sind die ganzen Fischer. Aber ich hoffe darauf, dass wir hier bald wieder ein paar Jugendliche haben, die hoffentlich doch älter werden. Da nicht. Da nicht. Ach so, das ist die Schule. Ja, die hat 8 von 10, okay. Müssen wir aufpassen, da wird jetzt bald auch voll.
So, kleines Haus. Da nicht. Da ist einer. Das ist ein Lager. Eigentlich müssten wir ein paar Jugendliche haben. Die Frage ist, wo verstecken die sich? Kind ist älter geworden. Ach, das ist die Kneipe. Da ist nochmal zwei. Sehr schön. Okay, also wir haben noch ein paar, die da älter zu werden gedenken. Wo war unsere Schule? 9 von 10. Ich werde mal langsam wieder einen Lehrer noch mit einstellen. Weil wenn ich dann nicht mitkriege, dass die Kinder älter werden, haben wir schwupps die Schule voll. Das muss nicht sein. Das ist... da oben. Da könnten wir noch ein paar abholen. Geben wir nochmal frei. Holz lassen wir auch noch. Ah, und das Wetter ist schön, herrlich. Bin mal gespannt, wann die hier weiterbauen. Ah, 10 fehlen nur noch. Okay, also es wird Material hingebracht. Das ist schon mal gut. Da haben wir die Fischstation. Da wäre es auch gut, wenn wir bald noch eine mehr kriegen. Ja. Was mir hier echt noch fehlt, ist, dass ich Leder und Fleisch züchten kann. Also vor allen Dingen Leder züchten. Das ging in Banished ja damals. Das ist so ein Punkt, der fehlt hier ein bisschen. Aber ja, müssen wir halt mit leben. Was wir ja immer machen können, ist handeln. Dass wir darüber halt Leder kaufen. Im Idealfall rechtzeitig. Ein Baby wurde geboren, okay. Was machen die Schulen? 7 von 10. 1 von 10. Okay, also noch würde sogar theoretisch ein Lehrer reichen, aber... ja, wir lassen es bei dem, dass die beide aktiv sind. Wir haben 19 warme Kleidung, das heißt, es dürfte eigentlich keiner erfrieren. Was ja schon mal richtig schick wäre. Ja, und wie ich sehe, ist aber auch die Zeit um. Deswegen sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir unsere Colchester durch den Winter in den Frühling begleiten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.